So, hier sind wir jetzt an einer Garderobe, die ich mir teile mit meiner lieben Kollegin Henrike Fers, wie ihr hier an der Tür seht, aka JC, unsere Blogger-Queen sozusagen. Und jetzt schauen wir mal, wie Rike und ich uns das hier so eingerichtet haben. Und zwar gibt es hier einmal, oh, hier gibt es an der Tür wunderschöne Fotos von uns, Snapchat und so. Und wenn ihr hier einmal die Wand lang guckt, da haben wir Fotos von unseren Freunden und unserer Familie, weil so Drehtage, die können halt auch schon ziemlich lang sein manchmal. Oder ab und zu hast du auch mal eine Szene, wo du denkst, oh, das habe ich jetzt irgendwie, da habe ich den Text jetzt dreimal verhauen, weil ich heute irgendwie was im Kopf habe. Und ne, also ab und zu hat man natürlich mal einen Tag, sind ja alle nur Menschen, an dem man sagt, heute ist irgendwie der Wurm drin oder mir geht's nicht gut. Und dann ist es natürlich schön, hier seine Lieben bei sich zu haben sozusagen, denn ich bin ja auch jetzt erstmal ein Stück weiter weg von meiner Familie und von meinen Freunden und von meinem Freund, und da ist das hier ein schöner Ruheort sozusagen. Wenn ihr jetzt einmal hier nach oben schaut, haben wir schicke Girlanden und Lichterketten. Hier gibt es auch, wenn ihr hier unten einmal guckt, ein kleines Bett. Das ist super, da drin kann man schlafen, wenn man mal sehr müde ist und man eine lange Pause hat. Das ist so cool. Ja, ich habe das durchaus schon des Öfteren genutzt, diese Möglichkeit. Da haben wir Wasserkocher, Notfallschokolade, wichtig. Und ja, wie ihr hier an Henrikes Autogrammkarten seht, gibt es hier auch einen schönen Ort, um genau diese zu unterschreiben. Zum Beispiel für unseren Fantag. Da bereiten wir jetzt gerade jeder von uns 4000 unterschriebene Autogramme schon mal vor, ohne Widmung, weil wir sonst den Ansturm nicht standhalten könnten, würde ich sagen. Deswegen sitzen wir hier manchmal und unterschreiben lustig Autogramme oder auch Autogramme für unsere Briefpost. Ja, und so verbringen wir hier unsere Zeit. Da hinten haben wir noch einen schönen Lichterkettenbaum quasi und einen Spiegel mit einem Zitat, das durchaus war es, wie Anja gerade schon sagte, das geht auch vorbei. Wenn man als Frau so vorm Spiegel steht und sich denkt, das geht auch vorbei. Ja, das ist eigentlich das. Und jetzt kommt der beste Ort der Welt. Dranbleiben. Von uns, Snapchat und so. Und wenn ihr hier einmal die Wand lang guckt, da haben wir Fotos von unseren Freunden und unserer Familie, weil so Drehtage, die können halt auch schon ziemlich lang sein manchmal. Oder ab und zu hast du auch mal eine Szene, wo du denkst, oh, das habe ich jetzt irgendwie, da habe ich den Text jetzt dreimal verhauen, weil ich heute irgendwie was im Kopf habe. Und ne, also ab und zu hat man natürlich mal einen Tag, sind ja alle nur Menschen, an dem man sagt, heute ist irgendwie der Wurm drin oder mir geht's nicht gut. Und dann ist es natürlich schön, hier seine Lieben bei sich zu haben sozusagen, denn ich bin ja auch jetzt erstmal ein Stück weiter weg von meiner Familie und von meinen Freunden und von meinem Freund, und da ist das hier ein schöner Ruheort. So, hier sind wir jetzt an einer Garderobe, die ich mir teile mit meiner lieben Kollegin Henrike Fers, wie ihr hier an der Tür seht, aka JC, unsere Blogger-Queen sozusagen. Und jetzt schauen wir mal, wie Rike und ich uns das hier so eingerichtet haben. Und zwar gibt es hier einmal, oh, hier gibt es an der Tür wunderschöne Fotos von uns. Des Öfteren genutzt, diese Möglichkeit. Da haben wir Wasserkocher, Notfallschokolade, wichtig. Und ja, wie ihr hier an Henrikes Autogrammkarten seht, gibt es hier auch einen schönen Ort, um genau diese zu unterschreiben. Zum Beispiel für unseren Fantag. Da bereiten wir jetzt gerade jeder von uns 4000 unterschriebenen Ort sozusagen. Wenn ihr jetzt einmal hier nach oben schaut, haben wir schicke Girlanden und Lichterketten. Hier gibt es auch, wenn ihr hier unten einmal guckt, ein kleines Bett. Das ist super. Da drin kann man schlafen, wenn man mal sehr müde ist und man eine lange Pause hat. Das ist so cool. Ja, ich habe das durchaus schon